Orden der Flammenrose. Passiert jetzt noch was? Eine Zutür. Das Intro jetzt hier irgendwie, oder beziehungsweise hat dieses Cutscene jetzt hier gerade einen Fehler? Drück mal Escape. Willkommen zurück. Irgendwie hat sich das Spiel aufgehangen. Ich werde das Ganze jetzt einfach nochmal laden und hoffe, dass dann die Cutscene funktioniert. Ich bin gespannt. Ich hoffe aber, dass das alles... So, Orden der Flammenrose, da waren wir ja gerade eben. Ich hoffe, dass das jetzt alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich konnte noch nicht mehr das Intro überspringen. Das sieht doch anders aus. Gut. So. Hi. Halt! Kein Zutritt! Befehl des Großmeisters! Eine Sache von nationaler Bedeutung führt mich her. Verschwindet! Der Großmeister sucht die Einsamkeit. Ihr lasst mir leider keine Wahl. Jetzt ernsthaft gegen die kämpfen? Halt! Eine Sache... Wollt ihr mich verarschen? Und bam, bam! Und tschüss! So, du blöder Großmeister. Jetzt gibt's aufs Maul. Wie abgeschlossen? Hat einer von euch einen Schlüssel? Natürlich haben die einen Schlüssel dabei. Das zum Thema Einsamkeit. Seht mein Volk, es schmaust an meinem Tisch, wärmt sich an meinem Feuer und strahlt vor Freude, dass es den Schrecken des Krieges entronnen ist. Wenn ihr denkt, ich ließe euch ungeschoren, nur weil hier Frauen und Kinder sind, irrt ihr euch. Ich habe nicht vor, euch zu betrügen. Der weiße Frost kommt näher, eine Katastrophe, die die Welt unter Schnee und Eis begraben wird. Jede Nacht träume ich von eisigen Einöden und dem Tod der alten Zivilisationen. Ich kenne Edlenes Prophezeiung. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Könige führen Kriege, um ihren Einfluss zu vergrößern, während die Elfen zu Terroristen geworden sind und für eine verlorene Sache kämpfen. Die Welt braucht einen Erlöser, einen Mann der Stunde, jemanden, der Feuer in den Herzen des Volkes entfacht. Ha! Ihr, der Erlöser der Welt? Kommt, ich zeige euch etwas. Die Menschen sind schwach und dem Bösen zugetan. Ich erschaffe einen perfekten, im ewigen Feuer gestählten Menschen. Seid ihr fertig? Denn wenn ja... Ihr zweifelt? Ich mache euch keinen Vorwurf. Auch ich hatte meine Zweifel, doch jetzt ist meine Vision stark. Was zur Hölle? Eiswüste? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Kann der teleportieren? Warum können auf einmal alle teleportieren? Ich will auch teleportieren. Na gut, gehen wir mal zum Großmeister. Jetzt kommt bestimmt der Drache von gerade eben. Seht her, es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen und ihr werdet verstehen. Taschenspielertricks. Ich hätte mehr erwartet. Ihr haltet das für eine Illusion? Oh nein, Geralt, das ist es nicht. Wo sind wir? Seht selbst. Folgt mir.
Ihr habt die von Eis bedeckten Türme Visimas gesehen. Versteht ihr jetzt? Was faselt ihr da, der Aldersberg? Was wollt ihr? Das ist die Zukunft. Der weiße Frost hat die menschliche Zivilisation vernichtet. Das ist das Ende der Zeit. Verlässt uns der Mut? Kapitulieren wir? Niemals. Noch können wir unser Schicksal abwenden. Spart euch eure Rhetorik für den Pöbel auf. Begreift doch, der Orden und die Salamandra wollen nur die Menschheit retten. Jeder Verbrecher schützt edle Gründe vor. Euch mangelt es an Demut. Ich werde sie euch lehren. Ach, wie süß. Die sind aber gar nicht mal so schwach. Jetzt machen wir hier mal eben noch die letzten Viecher kaputt. Na komm. So. Jetzt trinken wir mal am besten so ein Schwälbchen, damit wir auch mal wieder zu Kräften kommen. Was soll denn die Kacke hier? Was ist das? Ah, können wir nicht so gebrauchen, egal. Irgendwie verstehe ich das gerade alles nicht. Ich hoffe, das ergibt sich. Hier erwartet euch das Unerwartete. Triss, wie kommt ihr denn hierher? Ihr seid stärker, als der Großmeister dachte. Ihr habt mich herbeigerufen. Wie? Der Großmeister lud euch in eine Vision der Zukunft ein. Doch ihr habt auch eure eigenen Visionen und Geister mitgebracht. Also ist das alles nicht real? Dies ist mehr als nur ein Traum. Solltet ihr hier sterben, wäre euer Tod durchaus real. Ich begleite euch und stehe euch bei. Nur ein Schneesturm folgt uns. Und dahinter ist nichts als der Tod. Ah ja. Dann, Totenkopfer. Wollen wir mal hier die Totenkopfer kaputt machen. Haben wir jetzt hier irgendwie eine Zeitbegrenzung oder was? Ich laufe jetzt einfach mal weiter. So. Lalala. Irgendwie haben wir irgendwie so einen Blitz um uns. Ach, das ist bestimmt wieder dieser Zauber von Triss. Hatte die ja schon mal gewirkt. Dann machen wir irgendwie mal so Blitzschaden oder sowas. War schon ziemlich cool. Oder ist auch ziemlich cool. Was ist jetzt hier? Ah, Abigail. Ihr habt euch kein bisschen verändert, Hexer. Wieder taucht ihr aus dem Nichts auf, um Menschen zu töten. Was für Menschen? Ihr sprecht wie immer in Rätseln. Seht euch an, was von der Menschheit geblieben ist. Affenmenschen, verachtenswerte Kreaturen. Einige von ihnen sind meine Ururenkel. Das sind Menschen? Der weiße Frost hat die Menschheit ihrer feinen Roben beraubt. Alles, was bleibt, sind Bestien, die nur an Fressen und Fortpflanzung denken. In ihnen ist nichts Menschliches mehr. Ihre niedrigsten Instinkte treiben sie an. Wie den Lynchmob, vor dem ihr mich gerettet habt. Ich bin euch dankbar. Nehmt mein Geschenk an. Was denn für ein Geschenk? Schwalbe. Super. Naja, besser als nix. Soll ich jetzt... Ja.
Da hinten ist der Großmeister. Ich sehe ihn doch. Den Spacken. Na komm. Dich killen wir auch noch. ...220 Schaden mit einem Schlag. Wir werden schon ziemlich stark mittlerweile. So, hier geht's lang. Komm, Großmeister, du Feigling. Was ist los mit dir? Kannst du weglaufen oder was? Komm her, da ist er. Ach, der schickt uns wirklich jetzt zum Drachen. Oder? Ihr seid also unseren degenerierten Urenkeln begegnet. Begreift ihr nun, warum ihr euch meinen Plänen nicht entgegenstellen dürft? Ihr schuldet mir noch immer eine Erklärung, inwiefern dieses Eis eure Verbrechen rechtfertigt. Nur ein unerschrocken umgesetzter Plan kann die Menschheit vor dem retten, was ich in meinen Visionen gesehen habe. Habt ihr so viel Vertrauen in eure Tagträume? Ich habe nie um diese Visionen, diese Gabe gebeten. Aber... ihr entscheidet darüber, wie ihr sie nutzt. Wie oft habt ihr betont, dass besondere Gaben für die gerechte Sache genutzt werden sollten? Ich habe die gerechteste Sache gewählt. Die Rettung von Millionen von Leben. Und dafür habt ihr hunderte andere beendet. Wie viele wollt ihr noch zum Tode verurteilen? Ihr wisst nichts von der kommenden Katastrophe. Die Seelen der Toten irren hier umher. Sagt ihnen, sie hatten kein Recht zu überleben. Aha. Ganz ehrlich, also ich persönlich finde auch ein paar hundert Tote besser als ein paar Millionen. Also von daher würde ich auch hunderte opfern, um Millionen zu retten. Ach Gott. Willkommen zur wilden Jagd hier, ja? Aber das ist ja dann erst der dritte Teil, wo man dann wirklich auf die wilde Jagd geht. Da freue ich mich ja auch schon sehr, sehr drauf. Ich kann es nur wiederholen. Und der König ist da. Na, guck mal. Ihr könnt es nicht aufhalten. Der Tod folgt euch nach. Was zur Hölle? Boah, knallt das hier. So, das war der König der wilden Jagd. Ah, die kennen wir auch noch. Mörder finden niemals Frieden. Derartige Einsichten kommen immer zu spät. Ich hatte keine Wahl. Ihr habt nie Gefühle gekannt, die euch auf Schritt und Tritt beherrschen. Man hat immer eine Wahl. Wie könnt ihr so zuversichtlich sein, während ihr dem Schicksal geradewegs in den Rachen lauft? Ich kann euch hier nicht allein lassen. Sehr geil. Die Nachterscheinung hilft uns. Ja, das ist ja cool. So, wir müssen uns jetzt hier Stück für Stück nach vorne kämpfen. Und das sind alles jetzt Figuren, die wir mit der Zeit im Spiel im Prinzip gerettet oder, ja, denen wir geholfen haben. Ziemlich cool gemacht eigentlich. Allerdings ergibt das hier alles noch nicht wirklich einen Sinn für mich. Aber vielleicht ergibt es ja für euch schon einen Sinn, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja nicht mehr... also wirklich drin in der Story, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht mehr, was das mit dem eigentlichen Problem zu tun hat. Aber okay. Wir werden es vielleicht noch erfahren. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht ist es auch anschließend noch an 2 gedacht. Die Teile hängen, glaube ich, ja auch ein bisschen zusammen, ne? Mensch, der Berg ist ja echt riesig. Der nimmt ja gar kein Ende. Und da hinten ist wieder so eine Erscheinung. Ja, da ist Feuer nicht so gut, aber wir haben ja zum Glück noch die anderen Zauber. Und da hinten steht schon wieder der Großmeister. Na komm her, du Kackbratze.